Herr Professor Jelinek, gibt es nur noch Corona oder gibt es vielleicht auch andere Krankheiten noch? Das Problem mit solchen großen Ausbrüchen ist immer, dass man den Blick verliert auf die Weite. Man fokussiert sich dann sehr auf den einen Erreger und das hat die Welt bei SARS-CoV-2 in extremer Weise getan. Wir übersehen tatsächlich eine Menge andere Dinge, die momentan in der Welt passieren. Und tatsächlich werden manche Sachen auch schlimmer, weil wir uns so stark auf einen Erreger konzentrieren. Zum Beispiel gibt es Masernausbrüche in verschiedenen Ländern, weil nicht mehr gegen Masern geimpft wurde, weil die Impfkampagnen eingestellt wurden aufgrund der Lockdowns in den Ländern. Wir sehen in einzelnen Ländern deutlich mehr Malaria, weil die Malaria-Kontrollprogramme eingestellt worden sind. Wir haben in Ostafrika eine bedrohliche Situation, was die Nahrungsmittel angeht, durch eine Heuschreckenplage, die dort seit Monaten grassiert, um die sich keiner kümmert, schlichtweg, weil wir unsere Aufmerksamkeit woanders hinsetzen. Das heißt, es gibt sehr wohl andere Themen, die vorher auch da waren, aber zum Teil sogar verstärkt worden sind jetzt. Keine Chance dahin zu gucken, weil man sich wirklich jetzt erst einmal um dieses Virus kümmert, verstehe ich. Ich habe Professor Zuckers gehört, er ist an der Charité-Pathologe, eigentlich der führende Pathologe in Deutschland. Und er sagt, das Virus, damit habe ich gar kein Problem. Was ich feststelle bei mir, es sind Leute bei mir auf dem Tisch oder wo auch immer, die sind an ganz anderen Sachen gestorben, nämlich an Vereinsamung oder an Folgen der Vereinsamung, weil sie nicht zum Arzt gegangen sind, weil verschiedene Dinge auf der Strecke geblieben sind. Passt in das Bild ein bisschen rein? Das ist sicher was wir uns werden anschauen müssen jetzt für die letzten Monate. Also irgendjemand wird da mal gucken müssen. Also wir haben das ja auch gesehen in den Hausarztpraxen zum Beispiel, dass während des Lockdowns ganz viele Patienten nicht kamen, die eigentlich hätten regelmäßig kommen müssen. Diabetiker, Herzpatienten, onkologische Patienten, die ihre Behandlung ausgesetzt haben, weil sie Angst hatten vor Corona, weil sie nicht in die Praxen gehen konnten. Und das war natürlich fatal, weil ihre eigene Krankheit dann schlimmer wurde und sicherlich im Einzelfall dann auch mal so verlaufen ist, dass man sie nicht mehr bremsen konnte. Das heißt, man hat immer diesen Kollateralschaden, den es einfach gibt. In manchen Ländern stärker, in manchen schwächer. Ich hoffe, bei uns nicht ganz so ausgeprägt. Aber das spielt eine wichtige Rolle, wenn man sich zu sehr auf ein Thema konzentriert. Während der Ebola-Epidemie in Westafrika zum Beispiel sind während dieses Ausbruchs in den betroffenen Ländern deutlich mehr Menschen an Malaria gestorben, weil sich alle um Ebola gekümmert haben, das Gesundheitssystem lahmgelegt war und die Malaria nicht mehr behandelt wurde. Also sowas muss man aufpassen und das auch vermeiden.